Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus mit der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute, wie das üblich ist, nach dem Wahlabend eine Analyse vorgenommen über das gestrige Wahlergebnis, sowohl im Präsidium als auch im Bundesvorstand. Wir haben sowohl analysiert, was wir geschafft haben und was wir nicht geschafft haben. Es war also eine sehr nüchterne Analyse. Ich fange mal mit dem an, was wir nicht geschafft haben. Wir haben etliche Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr dem Deutschen Bundestag angehören, was natürlich sehr schade und traurig ist. Und das ist das Ergebnis dieses Wahlabends. Und natürlich hatten wir uns insgesamt ein besseres Ergebnis erhofft. Und wir haben dann natürlich analysiert, wie, soweit man das heute schon sagen kann, was auch Wählerwanderungen anbelangt. Wir haben etwa 1,3 Millionen Wählerinnen und Wähler, so der heutige Stand, an die FDP verloren und 1 Million an die AfD. Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch, sie durch gute Politik, durch Lösen von Problemen auch wiederzugewinnen, zurückzugewinnen. Aber wir haben die Analyse heute auch noch etwas breiter angesetzt. Wie ist es mit der Frage der Volksparteien insgesamt? Die CDU, CSU sind ja gemeinsam jetzt die Gruppe im deutschen Parlament, die über 30% noch gekommen sind. Und wir müssen natürlich fragen, wie arbeitet man auch in Zeiten der Digitalisierung mit den Mitgliedern und auch Anhängern einer Volkspartei? Wie ist es um die Zukunftsvorstellungen bestellt? Und das alles werden wir noch einmal vertieft analysieren in einer Klausurtagung, die wir nach der niedersächsischen Landtagswahl durchführen werden. Was haben wir geschafft? Wir sind klar stärkste Partei geworden. Ich habe heute noch mal allen gedankt, sowohl den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Konrad-Adenauer-Haus, natürlich den Parteigliederungen, gerade auch den Vereinigungen, aber vor allen Dingen eben auch der Jungen Union und dem Connect 17-Team. Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Darüber gab es auch große Einigkeit. Wir sind mit Abstand die stärkste Fraktion. Und wir werden dementsprechend auch morgen ja den Fraktionsvorsitzenden wählen. Ich habe Volker Kauder heute dem Präsidium und dem Bundesvorstand vorgeschlagen als Fraktionsvorsitzenden. Und das ist auch auf breite Zustimmung gestoßen. Ich werde zeitnah mit Horst Seehofer natürlich sprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen im Blick auf die anderen Parteien. Wir werden natürlich das Gespräch suchen, sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen, aber ich füge hinzu, auch mit der SPD, denn es ist ja, glaube ich, wichtig, dass Deutschland eine stabile, eine gute Regierung bekommt. Ich habe die Worte der SPD vernommen. Trotzdem sollte man im Gesprächskontakt bleiben, nach unserer Meinung. Das war auch die einhellige Meinung der Mitglieder des Bundesvorstandes. Wir haben dann natürlich über die nächste Wahl gesprochen, die in weniger als 3 Wochen vor der Haustür steht. Das ist die Wahl in Niedersachsen, die Landtagswahl. Wir werden uns da alle sehr einbringen, um aufbauend auf dem Ergebnis von gestern zu versuchen, auch diese Landtagswahl für uns gut zu gestalten. Das heißt, dass Bernd Altusmann Ministerpräsident von Niedersachsen wird. Und so war es heute eine sehr dichte Diskussion, die Licht hatte und natürlich auch die Schattenseiten nicht ausgelassen hat und trotzdem in einer sehr konstruktiven Form stattgefunden hat und auch in der Atmosphäre, dass wir Verantwortung haben für die Zukunft unseres Landes, ohne dass wir uns die Situation schön geredet haben. Frau Dunz, bitte. Mikro an Frau Dunz, bitte. Das Mikro bitte an Frau Dunz. Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, die CSU pocht weiter auf die Obergrenze, ohne die CSU ist auch Jamaika nicht zu machen und die SPD hat ja die Große Koalition ausgeschlossen. Wie sehr werden Sie versuchen, Neuwahlen zu verhindern und wie soll denn die Obergrenze im Koalitionsvertrag dann heißen, wenn nicht Obergrenze? Also, ich werde natürlich mit der CSU das Gespräch suchen und dann bin ich nach wie vor optimistisch, dass wir Lösungen finden.
Wir werden gemeinsam agieren, das ist gar keine Frage. Es wird ja auch morgen einen gemeinsamen Vorschlag für das Amt des Fraktionsvorsitzenden geben. Und insofern sehe ich dem positiv entgegen. Und dann gibt es erstmal Gespräche. Und jetzt kann ich nicht schon, bevor überhaupt ein Gespräch geführt wurde, Aussagen machen, ob diese Gespräche erfolgreich sind. Und ich glaube, insgesamt war es die einmütige Meinung, dass alle Parteien, jedenfalls die aus unserer Sicht koalitionsfähig sind, im Grunde auch durchaus eine Verantwortung haben, dass es zu einer stabilen Regierung kommt. Frau Quadbeck, bitte in der zweiten Reihe. Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde gerne wissen, ob nach so einem Wahlergebnis Sie der Meinung sind, dass die Partei auch eine Form der Erneuerung braucht, einer Neuaufstellung, einer Neuausrichtung, sei es personeller Art oder sei es auch inhaltlicher Art. Und würde gerne wissen, ob das vielleicht jemand in der Vorstands- oder Präsidiumssitzung auch angesprochen, angemahnt hat. Also über personelle Aufstellung haben wir heute außer dem Vorschlag, dass Volker Kauder die Fraktionen anführen soll, nicht gesprochen. Über inhaltliche Fragen müssen wir natürlich reden. Was sind die Themen, die die Menschen bewegen? Da wurde heute ein ganz breites Spektrum angesprochen. Es ist ja nicht nur die Frage der Flüchtlinge und ihrer Integration, der Bekämpfung von Fluchtursachen, der Bekämpfung der illegalen Migration, sondern es wurden viele Themen angesprochen heute, auch gerade ländliche Regionen, in denen Menschen zum Teil doch den Eindruck haben, dass sie irgendwo vielleicht nicht so wahrgenommen werden. Wir haben ja schon in unserem Regierungsprogramm hier einen Schwerpunkt gesetzt und das werden wir sicherlich noch sehr stark verbreitern und da die entsprechenden Maßnahmen auch besprechen. Dafür ja eben auch die Klausurtagung, aber erst nach der niedersächsischen Landtagswahl. Herr Delfs, ebenfalls in der zweiten Reihe. Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zu Ihrem künftigen europapolitischen Kurs. Jetzt sitzen ja mit der AfD und der FDP im Grunde genommen zwei europakritischere Parteien im Bundestag. Eine von den beiden könnte ja bald Teil Ihrer Regierung sein. Wie wird sich das auf Ihren Kurs in der EU auswirken? Wie weit können Sie noch Herrn Macron auch in der Finanzpolitik, in der Europolitik entgegenkommen? Also natürlich wird bei den Gesprächen, die wir mit den Parteien führen, das Thema Europa eine Rolle spielen, zumal, wie Sie ja auch gesagt haben, Europa selbst in einer Phase ist, in der wir auch über Vertiefungen oder weitere programmatische Schritte sprechen. Dazu wird der französische Präsident morgen eine Rede halten. Ich mache jetzt hier keine Ausschließeritis oder keine roten Linien. Ich sage mal, was vernünftig ist, wird die Union ja unterstützen. Aber mir geht es vor allen Dingen auch darum, wir können mehr Europa gebrauchen, aber dann muss es auch zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Arbeitsplätzen, mehr einfach Schlagkraft der Europäischen Union auch führen. Und deshalb sind nicht die Schlagworte alleine wichtig, sondern auch, was sich dahinter verbirgt. Darüber bin ich auch mit dem französischen Präsidenten im Gespräch. Aber heute ist jetzt nicht der Tag zu sagen, das geht und das geht nicht. Und im Übrigen muss man erstmal mit der FDP darüber auch reden. Frau Fates in der fünften Reihe. Frau Merkel, Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie die AfD-Wähler wiedergewinnen wollen. Ein wie großer Teil, glauben Sie, ist von denen für Sie erreichbar? Wie wollen Sie das inhaltlich machen? Heißt das, dass die CDU vor einem Rechtsruck steht, wie ihn ja gestern auch Herr Seehofer angedeutet hat? Und werden Sie versuchen, aus der aktuellen AfD-Fraktion Leute rüberzuziehen? Das ist ja sozusagen die erste Möglichkeit, die sich Ihnen bietet. Frau Petri ist ja heute schon rausgegangen. Da könnten Sie ja vielleicht zugreifen. Nee, also die Absicht habe ich nun mit Sicherheit nicht, sondern ich habe darüber berichtet, dass nach den derzeitigen Analysen 1 Million Wählerinnen und Wähler der Union vom letzten Mal zur AfD gegangen sind. Es sind auch eine ganze Reihe aus dem Nichtwählerlager, weil wir ja eine höhere Wahlbeteiligung haben und dass wir uns bemühen werden, gerade diese Wählerinnen und Wähler durch gute Politik, durch Lösung von Problemen wieder zurückzugewinnen. Kollege in der fünften Reihe. Ich habe also bei der genauer Zitation ging es um die rechte Flanke und nicht um einen Rechtsruck. Das hat ja heute auch Herr Herrmann schon nochmal gesagt.
aus meiner Sicht geht es darum, dass wir, oder ich würde es mit anderen Worten sagen, oder mit meinen besser gesagt, dass wir da, wo Probleme auftauchen, diese Probleme lösen. Und das sind Fragen zum Beispiel der Integration, das sind Fragen der illegalen Migration, aber das sind genauso auch Fragen der ärztlichen Versorgung in ländlichen Gebieten oder der Frage des öffentlichen Personennahverkehrs oder der Frage, wie viel Chancen haben Landwirte. Ich komme aus einem ländlich strukturierten Wahlkreis. Ich weiß, dass es dort zum Teil eine sehr große Unzufriedenheit gibt. Also es gibt viele, viele Ursachen, die dann doch zu so einer auch Protesthaltung führen, die sich zum Teil bei den Wählerinnen und Wählern der AfD deutlich gemacht hat und wo ich glaube, dass man durch Lösung der Probleme auch wirklich Erfolge erzielen kann. Eine Frage von schwedisches Fernsehen, auch in Richtung Außen- und Europapolitik. Mit AfD als drittstärkste Kraft im Bundestag, wird das irgendwie beeinflussen oder verändern die Außen- und Europapolitik, die Flüchtlingspolitik von Deutschland in Europa? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Parteien, die koalitionsfähig miteinander sind, Lösungen suchen werden. Da gibt es natürlich Unterschiede auch zwischen der Union und den Grünen, der Union und der FDP. Das wird sich und auch zum Teil der SPD, das wird sich natürlich in den jeweiligen Koalitionsverträgen, abhängig davon, wie sie abgeschlossen werden, dann widerspiegeln. Aber die AfD wird darauf keinen Einfluss haben. Kollege in der dritten Reihe. Uwe Dresen vom dänischen Fernsehen, noch ein skandinavisches Land. Während des Wahlkampfs haben wir ja erlebt, dass es viel Wut und viel Hass gibt. Gefühle, die ja auch gegen Sie persönlich gerichtet sind. Wie gehen Sie damit um und was möchten Sie oder was wollen Sie tun, dem Hass und der Wut entgegenzutreten? Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man die Menschen, die zuhören wollen bei solchen Kundgebungen, die eben nicht sich auf diese Art der Meinungsäußerung kaprizieren, nur zu pfeifen oder zu brüllen, dass man denen natürlich trotzdem ein Angebot macht. Also die Antwort kann nicht sein, gar nicht mehr hinzugehen, sondern gerade hinzugehen. Aber natürlich dann auch das Gespräch zu suchen. Und ansonsten muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass es einige gibt, die wollen auch gar nicht zuhören im Augenblick. Das gehört auch zur Demokratie, aber das muss man einfach dann so nehmen, wie es ist. Herr Ziedler, bitte. Im Anschluss daran, hier auf der rechten Seite. Ach da, jetzt sehe ich Sie. Im Anschluss daran wollte ich fragen, ob Sie haben ja gestern Abend in der sogenannten Elefantenrunde gesagt, die Bundeskanzlerin sei immer verantwortlich. Haben Sie in diesem Zusammenhang auch Ihre eigene Rolle nochmal hinterfragt, eventuell auch sozusagen auch über persönliche Konsequenzen in irgendeiner Form nachgedacht? Ich habe ja nachgedacht sehr stark im Herbst vergangenen Jahres und die Entscheidung mir auch nicht leicht gemacht, noch einmal anzutreten. Ich will mal darauf hinweisen, bei aller Unzufriedenheit über das Ergebnis von gestern, wir haben jetzt 12 Jahre Regierungsverantwortung als Union und zwar an der Spitze einer Regierung. Das ist ein gewaltiger Zeitabschnitt und es ist nun auch nicht sozusagen in Stein gemeißelt, dass man nach 12 Jahren wieder einen Regierungsauftrag bekommt. Und deshalb empfehle ich und sage ich auch, dass man da ein Stück Demut auch vor den Wählerinnen und Wählern haben muss, zumal eine sehr schwere Legislaturperiode hinter uns liegt. Und ich wusste, als ich die Entscheidung zu treffen habe, ob ich wieder antrete, dass dies ein sehr besonderer Wahlkampf wird, der auch, ich habe das damals Anfechtungen genannt, der mit Anfechtungen von links und aber eben auch von rechts zu tun haben wird. Und wir hatten einen solchen Wahlkampf noch nicht und meine Prognose, dass es sich um wahre Anfechtungen handelt, ist eingetreten. Ich war darauf vorbereitet und deshalb glaube ich auch, dass die Frage der persönlichen Entscheidung damals stärker war. Jetzt haben wir einen klaren Regierungsauftrag und ich bedanke mich bei den Wählerinnen und Wählern, die uns gewählt haben. Denn wir sind mit Abstand stärkste Kraft geworden bei aller Enttäuschung. Und das sind, glaube ich, fast 12% Unterschied zu der Sozialdemokratie. Ich bin Bundeskanzlerin geworden, da war es, glaube ich, weniger als 1%.
Und insofern habe ich gegenüber diesen Wählerinnen und Wählern auch eine Verpflichtung. Aber ich fühle mich ziemlich bestätigt in dem, was mir damals im Herbst 2016 auch durch den Kopf gegangen ist. Kollege in der fünften Reihe in der Mitte. Und das ist eine Polarisierung und das ist auch mit mir verbunden als Person, zwar ganz offensichtlich. Und trotzdem, das habe ich ja vielfach jetzt auch in den letzten Wahlkampfwochen gesagt, halte ich die Grundentscheidungen, die getroffen wurden und für die ich natürlich in ganz besonderer Weise verantwortlich bin, auch wenn ich sie nicht ganz alleine getroffen habe, aber ich bin als Bundeskanzlerin verantwortlich, die halte ich für richtig. Und dennoch haben wir natürlich seitdem eine riesen Wegstrecke zurückgelegt. Und so halte ich auch das EU-Türkei-Abkommen für richtig und ich halte die Bekämpfung von Fluchtursachen für richtig. Deshalb haben wir heute auch eine andere Situation, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns. Jensen, RT International, Frau Bundeskanzlerin, inwiefern sehen Sie die Verluste der Union auch als eine persönliche Niederlage für Sie als Bundeskanzlerin an? Na, ich glaube, ich habe eben versucht, auf diese Frage schon zu antworten. Wir haben auf der einen Seite Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Da habe ich gesagt, dass wir da kämpfen werden. Und das hat mit der Situation und den Themen zu tun, die offensichtlich die Menschen nicht befriedigend beantwortet gefunden haben. Und als Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin habe ich dafür natürlich auch Verantwortung. Und trotzdem habe ich auch Verantwortung für meine Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben. Und die wiegt für mich so, dass wir den klaren Auftrag, den wir bekommen haben, jetzt auch ausführen sollten. Und zweitens haben wir 1,3 Millionen Wähler an die FDP verloren. Wir hatten eine ähnliche Situation schon mal 2009. Das war im Grunde auch ein gewisses Signal, dass man möchte, dass die Große Koalition beendet wird. Ich glaube, dass sehr viele davon die Hoffnung hatten, dass es dann für die Union plus die FDP reicht zu einer Koalitionsbildung. Bei Jamaika sieht die Frage schon wieder anders aus, wie die Wählerinnen und Wähler das beurteilen. Aber spielt dabei auch eine Rolle und deshalb habe ich auch ausdrücklich gesagt, dass wir bei der Problemlösung uns vor allen Dingen auf die konzentrieren, die zur AfD gegangen sind. Herr Fried, bitte. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade gesagt, dass Sie die zur AfD abtrünnigen Wähler sozusagen durch gute Politik wieder zurückholen wollen. Das haben wir nach den Landtagswahlen von 2016 immer wieder hier gehört. Offensichtlich haben Sie da noch nicht richtig Fortschritte gemacht, weil sonst wären ja nicht 1 Million zur AfD gegangen. Und das Zweite, was ich Sie gerne fragen wollte, wie erklären Sie eigentlich den Abbruch der Zahlen der Union in den letzten Wochen? Und haben Sie da auch, wie es Ihnen die SPD vorwirft, eine gewisse Mitverantwortung, weil Sie sich der Auseinandersetzung entzogen haben? Also erstmal kann ich nur sagen, dass zum Beispiel Julia Klöckner heute berichtet hat, dass es schon einen Unterschied zwischen denen gibt, die AfD gewählt haben in Rheinland-Pfalz jetzt und vor einem Jahr. Das heißt nicht, dass die AfD nicht immer noch relativ stark ist, aber bestimmte Probleme sind natürlich in dieser kurzen Zeitspanne auch noch nicht völlig wieder weggegangen. Zweitens zu dem Thema der veränderten Meinungsumfragen, sage ich mal. Da glaube ich, ist durch das Fernsehduell, das ist heute von vielen gesagt worden, war plötzlich eine Situation, wo weniger darüber gesprochen wurde, wer jetzt Bundeskanzler wird, sondern mehr darüber gesprochen wurde, wer drittstärkste Partei wird. Das ist ja auch legitim, dass das auch von der FDP durchaus genutzt wurde. Und da gab es, glaube ich, schon eine Situation, wo man gesagt hat, ob die Union nun eine Stimme mehr oder weniger hat, darauf kommt es vielleicht nicht so an, sondern es kommt eher darauf an, dass es einen Wechsel gibt in der Landschaft. Ich sagte ja, die meisten haben gehofft, dass es dann eine Unions-FDP-Regierung gibt. Ja, und ansonsten beschäftige ich mich jetzt nicht ewig mit der Analyse, wann nun an welchem Tag was passiert ist. Es war aus meiner Sicht eben nach dem Duell schon eine andere Situation und dass ich mich der Auseinandersetzung entzogen hätte, kann ich nicht erkennen. Ich bleibe nach wie vor und nach diesem Wahlergebnis bin ich sogar noch mehr der Meinung, dass für das deutsche Wahlsystem Spitzenrunden der Spitzenkandidaten allemal treffender sind als Duelle zwischen den beiden stärksten Parteien. Und ansonsten gab es ja noch viele andere Fernsehformate. Frau von Ackeren. Und ich meine, mir ist es jedenfalls leicht gefallen, die Unterschiede zur SPD
zu benennen. Und der SPD ist es, glaube ich, auch ganz leicht gefallen, die Unterschiede zu uns zu benennen. Aber wenn ich nun auch dafür verantwortlich bin, dann in Gottes Namen. Ich übernehme die Verantwortung. Vor der Bundestagswahl haben ja diverse Parteien, die für Sie als Partner in Frage kommen, Bedingungen genannt oder Ultimaten gestellt oder Garantien abgegeben. Wenn es für die CDU keine Bedingung gibt, jedenfalls haben Sie ja bisher keine Ultimative genannt, was sind denn für Ihre Partei Essentials, von denen Sie am Ende sagen, die müssen stimmen nach Koalitionsverhandlungen? Da haben wir mal begonnen, darüber heute zu sprechen, aber das Gespräch ist nicht abgeschlossen und wird auch vor allen Dingen mit der CSU gemeinsam geführt werden. Aber man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel solide Haushaltsführung oder auch die Frage von innerer Sicherheit für die Union immer von besonderer Bedeutung sind. Herr Müller-Fock, bitte. Frau Bundeskanzlerin, diese Wahl ist ja insofern eine Zäsur, dass jetzt das eingetreten ist, was seit Franz Josef Strauß immer verhindert werden sollte, eine demokratisch legitimierte Partei rechts von der Union. Würden Sie sagen, Sie haben im Umgang mit der AfD in den letzten Jahren die richtige Strategie gewählt? Da gab es ja doch auch von führenden Politikern der Union die Einstellung, mit denen reden wir gar nicht, ich gehe keine Diskussion drunter, wenn die AfD dabei ist. Oder die sitzen wir aus, schweigen wir tot. Oder würden Sie sagen, da sind Fehler gemacht worden? Denn nur aufgrund der Analyse, was Sie bisher gemacht haben, können Sie eigentlich den Kampf aufnehmen um die Wähler, die von Ihnen zur AfD gegangen sind? Ich bleibe dabei, dass der beste Umgang der ist, dass man die Probleme, die die Menschen bewegen, löst. Und da gibt es einige, die müssen gelöst werden. Das sind wirkliche Probleme. Und dann muss man an anderer Stelle auch sagen, wo die Grenzen sind dessen, was wir akzeptieren. Also wir werden natürlich erhebliche Differenzen mit der AfD haben. Ich glaube, die Frage, ob wir zu Diskussionsrunden gehen, die Unionspolitiker, wo die AfD dabei ist, die hat sich ja längst erledigt. Herr Detjen, bitte. Bundeskanzlerin, ich würde gerne zum einen fragen, haben Sie eine Erklärung heute dafür, dass nicht nur im Wahlkampf die Proteste gegen Sie im Osten Deutschlands besonders scharf ausgefallen sind, sondern auch das Wahlergebnis der AfD im Osten besonders nahe an das der CDU ja zum Teil heranreicht? Und zum Zweiten, welche Erklärung haben Sie dafür, dass zum schlechten Abschneiden der Union ja maßgeblich das besonders schlechte Abschneiden der CSU in Bayern beigetragen hat? Ich glaube, dass was die neuen Bundesländer anbelangt, einfach Verlustängste und Sorgen, dass das, was man heute hat, verloren gehen konnte, sei es durch Globalisierung, sei es durch Teilen mit Flüchtlingen vielleicht besonders stark ausgeprägt sind. Wir haben allerdings auch, das ist heute von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel berichtet worden, in sozialen Brennpunkten dort ähnlich hohe Anteile der AfD. Und ich glaube, dass auch die CSU analysieren wird. Ich habe dafür jetzt keine Erklärung. Wir befassen mich heute mal mit der Analyse der CDU. Und da haben wir ja auch wirklich zum Teil, Sie haben Sachsen eben genannt, auch erhebliche Arbeit vor uns. Frau von Marlinkrott. Ich möchte Sie auch bitten, noch mal einen Blick zurückzuwerfen auf den Wahlkampf. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse und der Wählerwanderung zur AfD. Ganz konkret, was haben Sie als Kanzlerkandidatin und die CDU vielleicht auch falsch gemacht? Was hätte man anders machen müssen? Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten. Ich habe diesen Wahlkampf gut durchdacht. Ich habe ihn so gemacht, wie ich ihn gemacht habe und bin jetzt auch am Tag danach nicht der Meinung, dass ich das anders sehe, als ich es gestern oder vorgestern oder vor 2 Wochen gesehen habe. Ich wusste aber, deshalb habe ich ja erst nochmal auf diesen Herbst 2016 Bezug genommen, dass es ein schwieriger Wahlkampf werden wird. Und das Wort Anfechtung hatte ich, glaube ich, bis dahin für mein politisches Leben noch gar nicht ausgesprochen. Und genauso ist es gekommen. Und ich weiß doch auch, dass nach der großen Herausforderung, die wir 2015, Anfang 2016 hatten, auch nach vielen Diskussionen, die wir jetzt immer noch über illegale Migration in Richtung Libyen haben, aber auch nach der Situation, die wir in bestimmten ländlichen Räumen oder in bestimmten sozialen Brennpunkten auch in den alten Bundesländern haben,
dass diese Probleme nicht alle gelöst sind. Und das hat eben dazu geführt, dass die AfD doch erhebliche Stimmen bekommen hat. Und ansonsten sage ich nochmal, ich werde auch in Zukunft versuchen, nicht immer über die anderen zu sprechen, sondern die eigenen Hausaufgaben, die wir sehr gut sehen, zu machen. Und da wird uns die Globalisierung immer wieder Hausaufgaben aufgeben. Und ich halte nichts davon, so zu tun, als könnten wir uns eine ideale Welt basteln, in der der Euro eben stabil geblieben wäre und in der es keine Finanzkrise gegeben hätte und in der vielleicht auch kein Flüchtling gekommen wäre, sondern es können immer wieder Aufgaben auf uns zukommen, die gar nichts unmittelbar mit uns zu tun haben, sondern die durch die Globalisierung auch uns tangieren. Und wir müssen offen sein, diese Aufgaben zu lösen, entsprechend unserem Kompass, entsprechend unserem Grundsatzprogramm und nicht dauernd darüber klagen, dass nun wieder so eine Aufgabe auf uns zukommt. Politik ist dazu da, die Dinge zu regeln und dann muss man seine Entscheidungen gut überdenken. Und wir haben jetzt ja in diesen Tagen wieder sehr häufig nochmal über den September 2015 gesprochen. Wenn ich mir diese Entscheidung vorstelle und mir die Alternativen vorstelle, zum Beispiel Wasserwerfer an deutschen Grenzen einzusetzen, dann komme ich zu der Überzeugung, dass es schwer war, aber dass es unter dem Strich immer noch die beste und unserem Kompass entsprechendste Antwort war, so zu handeln, wie wir gehandelt haben. Und trotzdem bleibt es eine Aufgabe, von der wahrscheinlich viele sagen, schön wäre es gewesen, wenn wir sowas gar nicht erlebt hätten und der syrische Bürgerkrieg gar nicht stattgefunden hätte. Kollege da hinten, bitte. Matt Troy vom britischen Fernsehen Channel 4 News aus Großbritannien. Vielen Dank für die Frage. Frau Merkel, Sie wurden vor der Wahl und nach Brexit und Trump als eine Säule der Stabilität in Europa angesehen. Nach diesem Wahlresultat sind Sie das eigentlich noch? Sie haben ja selbst gesagt, dass manch einer mich angesehen hat so. Das müssen dann die anderen auch entscheiden, was ich bin. Ich werde mich weiter für die Themen interessieren, aber ich habe ja selbst solche Artikel über mich nicht geschrieben. Wie bitte? Aber Sie wollen doch die Säule ich der möchte, Stabilität sein. Nein, ich möchte, also ich habe jetzt noch mal einen Tag vor der Wahl gesagt, ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen Deutschland dienen und damit auch der Stabilität Europas. Und da werde ich meine Kräfte einbringen. Und als was man mich dann sieht, das muss man entscheiden. Das variiert im Übrigen auch in Europa. Kollegin der vierten Reihe ganz außen, links. Giovanni Del Refe, die italienische Tagesschau Avvenire. Ich habe eine Frage, was im Außen angeht. Was mich beeindruckt, ich war sehr oft sehr viel in Außen diesen Tagen. Und was ich immer wieder von vielen Leuten gehört habe, nicht nur AfD-Anhänger, ist, Frau Merkel stammt zwar aus dem Osten, aber sie hat den Osten komplett vergessen. Ich wollte Sie fragen, was Sie zu diesen Menschen sagen würden. Dankeschön. Ja, nun habe ich ja meinen Wahlkreis auch im sogenannten Osten, also in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin angesichts der ja nicht einfachen Umstände doch recht froh, wie ich ihn wieder gewinnen konnte. Da bin ich den Wählerinnen und Wählern erstmal sehr dankbar. Das ist eine gute Unterstützung für mich. Und deshalb kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich die Menschen dort nicht vergessen habe. Aber vielleicht hatten viele auch den Eindruck, angesichts der vielen internationalen Probleme, die es auch zu lösen gibt, dass der tägliche Kontakt nicht so eng war, wie sie sich das gewünscht hätten. Und ich habe immer wieder versucht, deutlich zu machen, auch ein Eintreten für einen stabilen Euro, für einen Schutz der Außengrenze, für Partnerschaft mit Afrika ist letztlich ein Eintreten für die Menschen auch in den neuen Ländern für Stabilität und Sicherheit. Aber trotzdem möchten Sie vielleicht auch öfter Besuche, vor Ort Gespräche und ich habe versucht im Wahlkampf relativ viel zu machen, gerade auch in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern, auch in Regionen, in denen ich sonst sehr selten war und da habe ich das schon gespürt, dass manche sich da ein bisschen auch verlassen fühlen und finden, dass man öfter sie einfach auch anhören könnte. Dann direkt daneben in der vierten Reihe. Aber auch den Wahlkreis, der vielleicht einer der für uns auch sehr problematischen war, konnten wir gewinnen, was mich auch sehr freut. BBC Person, Mrs. Chancellor, if there be another humanitarian crisis in Syria or somewhere else in the world, are you willing to open your borders once again like you did in 2015?
Also erstens haben wir ja die Grenzen nicht geöffnet, sondern die waren offen. Also im September waren bereits 400.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und zweitens glaube ich, dass sagen zu können, dass sich das so nicht wiederholen wird, weil wir inzwischen den humanitären Organisationen der UNO ausreichende finanzielle oder mehr finanzielle Mittel geben, weil wir mit der Türkei das Abkommen geschlossen haben, weil wir bei der libyschen Küstenwache mithelfen. Also ich glaube, wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, die es verhindern, dass sich eine solche Situation wiederholt und die vor allen Dingen auch den Schleppern und Schleusern den Kampf ansagt. Und diese Schlepper und Schleuser, die ja quasi mafiotische Strukturen fördern, die Menschen in Gefahr bringen, viel Geld einnehmen, womit sie dann wieder Unheil betreiben, das alles muss bekämpft werden, weil das nicht dem normalen Umgang zwischen souveränen Staaten entspricht. Mehr Entwicklungshilfe, mehr wirtschaftliche Kontakte, stärkeres Strukturen bilden auch, das ist die Antwort darauf und da glaube ich, wird sich deshalb das so nicht wiederholen. Dann Frau Lehmann in der vierten. Frau Bundeskanzlerin, bleiben Sie bei diesem Wahlergebnis, bei Ihrer Aussage, dass Sie für weitere volle 4 Jahre die Regierungschefin bleiben wollen? Können Sie das sagen? Und dann noch die Frage, wie ist das Verhältnis jetzt zu Ihrer Schwesterpartei CSU? Heute Morgen sah es ja kurzzeitig danach aus, als müssten Sie erstmal Sondierungsgespräche mit Horst Seehofer führen. Na, ich bin mit Horst Seehofer im Kontakt. Wir werden auch weiter im Kontakt sein. Und ansonsten habe ich ja meine Aussage für die 4 Jahre nicht in Abhängigkeit von Prozenten des CDU-Ergebnisses oder CDU-CSU-Ergebnisses abgegeben. Natürlich bleibt die bestehen. Ich habe, wenn ich zur Bundeskanzlerin wieder gewählt werden würde, was ja noch zu erarbeiten ist, aber wir haben den klaren Regierungsauftrag, dann hat sich ja nichts geändert. Ich habe ja nicht gesagt, wenn ich über 35% kriege oder über 40, sondern ich habe gesagt, ich stehe zur Verfügung 4 Jahre. Dann haben wir an der Treppe noch 2 Meldungen. Thibaut Madelin mit der französischen Tageszeitung Les Echos. Sie treffen Ihre europäische Kollegin Ende der Woche in Tallinn. Sie werden sicherlich neugierig sein, wann Sie mit einer neuen Regierung rechnen können. Können Sie Ihnen möglicherweise einen Anfang, eine Antwort geben? Und wann rechnen Sie mit den ersten Sondierungsgesprächen? Auf beide Fragen kann ich jetzt noch keine ich kann eine Antwort geben, dass ich Donnerstag meinen Kollegen noch keine Antwort geben kann und werde darauf verweisen, dass vielleicht Mark Rutte erstmal eine Antwort gibt. Und weil die Niederlande haben auch noch keine Regierung. Insofern bin ich noch nicht der drängendste Fall, sage ich jetzt mal. Und zweitens werde ich aber meinen Kollegen versichern, dass Deutschland auch verantwortlich handelt jetzt in der Phase, in der wir im Übergang sind. Und ansonsten kann ich zu zeitlichen Vorstellungen nichts sagen. Wir haben jetzt noch mal 3 Wochen auch Landtagswahlen. Wir werden sicherlich vorher schon erste Gespräche führen, aber es muss erst noch reifen. An die Kollegin an der Treppe. Guten Tag, Paula Motta, Sky News Italien. Also Sie werden wahrscheinlich für das 4. Mal Bundeskanzlerin. Was bedeutet für Sie die Macht? Das bedeutet für mich, dass ich gestalten kann, dass ich nicht nur kritisieren kann, was man in der Opposition ja hervorragend kann, sondern einfach auch gestalten kann. Das bedeutet, dass man immer auch weiß, dass jedes Gestalten Fortschritt bringt, aber auch immer Mängel aufweist und damit ist natürlich eben auch sehr viel Verantwortung verbunden, aber das nehme ich mit Freude auf mich, weil ich gerne gestalte. Herr Neuhan in der 5. Ja, einfache Frage auch daran anschließend. Freuen Sie sich darauf auf die nächsten 4 Jahre, auch angesichts der sehr schwierigen Gespräche, die jetzt anstehen? Ja, klar. Also ich habe mir da nicht so Illusionen gemacht, dass das so einfach wird und jetzt ist eine bestimmte Konstellation da und jetzt haben wir einen Auftrag. Ja, ich freue mich. Letzte Frage an Herrn Wilp, hinten rechts bei den Kameras. Ja, Frau Bundeskanzlerin, die SPD hat ja schon angekündigt, nicht mehr für eine große Koalition zur Verfügung zu stehen. Grüne, FDP und vor allem auch CSU sind ja wenig Jamaika begeistert. Also es kann ja sein, dass wir in den nächsten Wochen oder Monaten Neuwahlen haben werden. Und wie stehen Sie dazu? Wären Sie denn bereit, erneut auch für Ihre Partei als Kanzlerkandidatin anzutreten? Sie haben ja beim letzten Mal schon lange gegrübelt und
bei dieser Wahl ja immerhin das schlechteste Ergebnis für Ihre Partei eingefahren seit 1949. Also, ich rate jedem, und ich glaube, das wissen die anderen Parteien auch alle, ein Wählervotum als ein Wählervotum zu nehmen. Und jedes Spekulieren auf irgendeine Neuwahl ist die Missachtung des Wählervotums. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und jeder muss sich dann ganz genau überlegen, ob er glaubt, dass das für ihn ein Fortschritt bedeuten würde. Vielen Dank. Ich habe dazu eine klare Meinung. Wenn der Wähler uns einen Auftrag gibt, dann haben wir den umzusetzen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Einen schönen Mittag noch zusammen. Danke.